Ja. 1, 2, 3, 4. 8-Zylinder. Aus einem R8. Aus meinem R8. Ist alles nicht ganz so geil. Ist geil. Das auf jeden Fall. Also wir haben, also, wie soll ich das erklären? Das, also wir müssen ja quasi aus diesem Saugmotor einen Turbomotor machen. Wir haben natürlich einmal die riesengroßen Vorteile von einem Saugmotor, die werden vor allen Dingen, die zum Tragen kommen, wenn man ihn auflädt. Und zwar haben wir die Vorteile einmal im Kopf. Und zwar, der große Vorteil ist, dass wir vom Hub und von der Nockenwelle her sehr, sehr geile Öffnungszeit und Öffnungswinkel haben, wenn das nachher aufgeladen ist. Warum haben wir die serienmäßig drin? Weil darüber generiert der serienmäßige R8 überhaupt seine Leistung. Nein, okay, das ist böse. Und zwar all diese Versuche spielen uns zu, wenn wir nachher wirklich Druck in den Kessel reinmachen. Genauso wie der Krümmer. Weil der Krümmer ist von der Fächerung her für einen Industrieserienteil sehr, sehr geil. Das wird auch alles so weiterfahren, das wird so drin bleiben. Und wir schnallen quasi da hinten dran erst die Lader. Das wird quasi vom Aufbau, von der Positionierung, so wie bei Underground Racing, diese Lambos, die man da so sieht, so wird es zum Aufbau sein. Jetzt haben wir nur folgende Problematik. Da der Saugmotor ja seine Leistung entwickelt über die hohe Verdichtung und über all diese Faktoren, können wir natürlich nicht zu viel Ladedruck reinmachen, wenn man den Serienblock lässt. Das ist das Hauptproblem. Deswegen kriege ich auch immer halbe Herzinfarkte, wenn ich irgendwelche Tuner-Zeitschriften lese und sehe dann irgendwelche Kompressorumbauten auf dem serienmäßigen Block. Weil bei aller Liebe, einen 12,5 verdichteten Motor lädt man nicht auf. Das tut man nicht. Da lassen wir auch auf jede Diskussion ein. Und 0,3 Bar da irgendwie drauf machen, das kann man machen, das macht auch mehr Leistung, aber die Motorbelastung und alles ist absolut uncool. Hochgradig uncool. Deswegen, was machen wir? Wir modifizieren Pleuel und Kolben. Die Ergebnisse dazu sind wir gerade bei, die kann ich euch in ein paar Tagen zeigen. Es gibt nämlich keine Bauteile von irgendwelchen Herstellern bezüglich Kolben und Pleuel, die da so einfach reinpassen würden. Es ist immer irgendwas, was nicht ganz passt. Entweder Kolbenbolzendurchmesser oder Kurbelwellendurchmesser oder was weiß ich was oder Hub oder allgemein dann 83,5er Kolben. Wir haben 84,5er Kolben. Und 84,5er Kolben ist ein Kolben, der einfach nur diesem Auto ist. Grandios. Ja, scheiße. Deswegen müssen wir da wieder selber Hand anlegen. Aber wenn wir das gemacht haben, haben wir natürlich auch was wirklich sehr Schönes, was in der Lage ist, auch Ladung abzukönnen. Wir werden im ersten Schritt den Motor so bauen, dass er in der Lage ist, einbar solide fahren zu können und nicht irgendwelche 0,2, 0,3 Bar Geschichten, sondern ein Bar ist so für mich, alles unter ein Bar darf ich eigentlich gar nicht erwähnen, weil das spricht gegen meinen Kodex. Alles unter ein Bar ist quasi kein Ladedruck. 1,1 Bar ist für mich in meinem Kopf quasi 0,1 Bar. Ein Bar zählt nicht. Das ist für Pipi-Fax. Also wir machen erstmal ein Bar in den Koffer rein. Ich denke aber, bei ein Bar wird das Ding schon dementsprechend stramm vorwärts gehen. Was sehr, sehr schön ist und was ich auch absolut beibehalten will, ist Folgendes. Und zwar, die Technologie, die... andersrum. Ich lese mal in vielen Foren, oder in Foren lese ich eigentlich gar nicht, aber was manche sagen, ja, muss ja hier von der und der Firma Schmiedekolben und sowas reinbauen. Die Technologie und die Entwicklungsarbeit von dieser Industrie, Kolbisch mit Pierburg zum Beispiel, in diesem Fall diesen Motor gemacht, von der Zylinderlaufbahnbeschichtung ist so fortgeschritten, dass ich dieses Konzept beibehalten will. Also will ich quasi, die Zylinder müssen so bleiben, wie sie sind, und ich will quasi Technologiepaarung, was ist eine Technologiepaarung, zwischen Zylinderlaufbahn und Kolben will ich beibehalten. Das heißt, jetzt einfach irgendeinen amerikanischen geschmiedeten Kolben da reinpfeffern und die Kolbenring oder Kolbenpaarung mit der Zylinderlaufbahn, die gar nicht dafür bestimmt ist, dass sie heiraten, zusammenzuschmeißen, ist für mich nicht im Sinne des Erfinders. Das heißt, ich will etwas aus dem Audi-Regal, 84,5. Was aber auch passt. Und diese Kombination ist einfach für mich sehr, sehr wichtig. Alles gut? Alles gut. Hey. Und deswegen will ich diese Paarung einfach beibehalten zwischen den Laufbahnen und den Kolben, damit einfach dort der Verschleiß und das Verschleißbild wirklich so bleibt, wie es jetzt ist, weil es ist an sich sehr, sehr geil. Der Koffer hat jetzt 80.000 gelaufen und wenn du den Motor von denen anguckst, sieht das Ding aus wie fast neu. Und das ist das, was ich eigentlich beibehalten will, weil das wirklich dafür spricht, dass es gut funktioniert. So, V8, 4,2 Liter, sehr, sehr hohes Drehzahlband. An sich, jetzt rede ich mal so aus mir raus, wenn ich den Motor sehe, genauso wie den RS6 Motor auch, denkt man sich, wenn man die ganzen Komponenten sieht, ich denke auch die Jungs, die das entwickelt haben, müssen sich denken, das wird der über V8.
Das wird der Über-V10 im RS6. Aber irgendwie fehlt es den Motoren mal an irgendwas. Weil vom Aufbau her, vom Kettentrieb her, vom Hub, vom Bohrung-Hub-Verhältnis, vom Drehzahlband, von der Drehzahlfestigkeit, denkt man sich, Alter, besser geht's gar nicht. Aber irgendwie ziehen sie den Hering nicht vom Teller. Weil irgendwie klappt es nicht. Noch ein technisches Highlight, was ich ganz geil finde, das Motorlager hier. Pass mal auf. So. Einen neuen Motorständer bekommen. Ein Motorlager mit einem Stecker dran. What the fuck? Warum? Und zwar, das ist so ein elektronisches Motorlager oder ein gedämpftes Motorlager. Das kann sich steif stellen und kann auch dementsprechend Schwingungen zulassen. Das ist auch wirklich sehr... Oh, guck, was da drauf steht. Ey, Armando! Da steht Bentley drauf. Ist das geil? Das ist ne? Bentley Motorlager im Audi R8. Ja, vom Aufbau her, von der Kurbelwelle her, ist auch wirklich super stabil, aber ist eher dafür ausgelegt, hohe Drehzahlen zu fahren. Zurück zum Thema Drehzahl. Wir werden gucken, wie wir leistungsmäßig hinkommen. Es kann sogar passieren, dass wir den Motor Drehzahl abtrainieren werden. Dass er quasi weniger Drehzahl nachher fahren wird als im Saugerbetrieb. Weil wir diese Drehzahl, denke ich mal, gar nicht mehr brauchen werden und einfach unnötig Belastung in den Motor reinholen. Weil umso höher die Drehzahl ist, ist ja auch die Aufgabe vom Turbolader und auch von dem Brennraum her, dass die Belüftung und das Befüllen des Brennraums immer noch gewährleistet, dass es dementsprechend perfekt funktioniert. Und ich glaube, das wird schwierig werden, das bei 8000 noch aus dem Drehraum wirklich alles so hinzuhauen. Klopfsensoren haben wir 4 wieder. Klopfsensoren habe ich schon erklärt. Ist die Frage, welches Video zuerst kommt. Okay, wir erklären einfach nochmal für die, die sich für den RS6 interessieren oder nicht interessiert haben, jetzt hier nochmal eine Erklärung zum Thema R8-Klopfsensoren. Hier haben wir unsere schicken Klopfsensoren. 1, 2, 3, 4. Diese Klopfsensoren, soll ich die gleiche Erklärung machen oder vielleicht ein bisschen anders? Zum Beispiel Klassenfahrt. Alle sind sich einig, lange aufzubleiben und dass der Lehrer leise zu sein und dass der Lehrer nichts mitbekommt. Und dann gibt es immer einen Pisser, der immer scheiße baut auf Klassenfahrt, der immer laut ist und dann nachher zum Lehrer geht und sagt, der Thomas war's, der war rauchen. Ne? Sowas gibt es immer. Und das sind quasi die Klopfsensoren, weil der Motor dreht 8000 Umdrehungen. Und der Motor weiß ganz genau, welche Geräusche entstehen bei 8000 Umdrehungen auf jedem einzelnen Zylinder. Und kann quasi sein Feld immer sauber abdecken. Er weiß, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zündet jetzt. So, wenn jetzt ein Brennraum, wenn der Motor anfängt zu klopfen und das Luftbenzingemisch wird einfach zu heiß oder er läuft dementsprechend zu mager oder sowas, dann haben wir eine Zündung, die zu früh eingeleitet wird. Das heißt, der Motor wird hören, dass einfach der Rhythmus nicht mehr stimmt. Und das Hören übernimmt diese Klopfsensoren, die sind an den Block dran geschraubt, in der Regel so 24 Newtonmeter sowas, die dürfen nicht zu fest sein, weil es eine sehr feine Sensorik drin hat und die übernehmen die Schwingung. Jede Explosion erzeugt ja Schwingung in dem Motor und diese sind quasi Hallgeber oder so, die können einfach den Hall in dem Motor wahrnehmen und erkennen über die Schwingung, ob alles richtig zündet. Und wenn es nicht zündet, erkennen diese vier Kollegen, dass der Thomas da raucht! Quasi. Kopf, Krümmer, noch was. Wieder typisch Volkswagen, sie versuchen einfach sich so ohne eine Kohle zu sparen. Hat ja schon verdammt viel Ähnlichkeit mit der Hochdruckpumpe aus einem... Nee, ist auch Ansaugung. Auf jeden Fall, gleiche Hochdruckpumpe wie im 2-Liter TFSI-Motor, im Zahnriemenmotor. Ihr wollt ja mal alles mögliche wissen, kommt mal näher. Hier haben wir noch einen Sensor an der Seite und der hat hier so ein komisches Rad an der Seite, wo man sich denkt, entweder haben die bei Audi gepennt und das ist irgendwie kaputt. Oder das ist so eine Art Triggerrad. Dieses Rad hat ja verschiedene Aussparungen. Dieser Sensor baut ein Magnetfeld auf. Dieses Magnetfeld überwacht er ständig. Wenn aber jetzt dieses Rad, was hier außen vorbeiläuft, einzelne Lücken hat, bricht das Magnetfeld in diesem Moment zusammen. Und aufgrund dieser Positionierung weiß der Motor exakt, in welcher Position die Nockenwelle gerade sich dreht. Für die, die sich gefragt haben, woher er das weiß. Das weiß er darüber. Ne? Quasi aus, kurz an. Kurz aus, lange an, kurz aus, lange an. Für die, die es interessiert. Für die, die es nicht interessieren, weiterpuppeln. Tschüss.